Ja, hallo Belinda, Margaret ist hier vom Grazer Kunstverein und vielleicht erzählst du mal, wo du lebst und arbeitest und woran du gerade arbeitest. Okay. Ja, hallo Margret, mein Name ist Belinda Kasim-Kaminski. Ich bin Künstlerin und Autorin und wohne in Wien. Mache da meinen PhD in Practice an der Akademie der Bildenden Künste. Ja, also ich setze mich auseinander mit quasi Kolonialität, auch im Zusammenhang mit Österreich, mit Schwarzsein, Performativität, Erinnerung, Trauma, Empowerment. Ja, so würde ich sagen. Im Rahmen des Projekts der Grazer Kunstverein zieht um im Kulturjahr Graz 2020 dein Projekt The Library of Requests in der Stadtbibliothek Graz umzusetzen. Was ist denn die Library of Requests? Also die Library of Requests ist ein Projekt, das ich schon in mehreren Konstellationen gemacht habe. Und es hat eigentlich damit begonnen, dass ich nicht nur eine Person bin, die sehr viele Bibliotheken frequentiert und das immer schon gemacht hat, schon als Kind, aber auch besonders natürlich als Studierende, sondern auch, weil ich irgendwann begonnen habe, darüber nachzudenken, dass eigentlich die Themen, die mich interessieren, sehr viele Bücher beispielsweise aus dem Bereich der Black Studies nicht in den Bibliotheken sind, die ich frequentiere. Und dass eigentlich Bibliotheken quasi auch solche Storages oder so Speicher von Wissen sind. Und das heißt ja im Endeffekt, wenn ich die Sachen nicht finde, die mich interessieren, dass auch dieses Wissen, das ich quasi haben möchte oder dass es mich interessiert, nicht, also von einer Mehrheit oder von einer Instanz, die quasi diese Bücher bestellt, nicht als interessant gelabelt wird. Und das fand ich spannend, also darüber nachzudenken, was schließen Bibliotheken ein und was schließen sie eigentlich aus? Also welches Wissen wird inkludiert und welches Wissen eben nicht? Und so hat diese Library of Requests begonnen. Und die erste Auflage, da ging es eigentlich nur darum, dass ich Studierende, vor allem Studierende of Color, an der Akademie der Bildenden Künste danach gefragt habe, was quasi die Bücher sind oder welche Bücher für sie wichtige Quellen des Empowerments sind, wo sie immer wieder auf die zurückgehen. Und dann hat mich interessiert zu schauen, ob diese Bücher bei uns im Katalog sind oder nicht. Und das sind, glaube ich, so 70 Bücher zusammengekommen. Und als ich dann den Abgleich gemacht habe, waren 60 dieser Bücher nicht in unserer Bibliothek, was ich spannend fand. Genau, und dann habe ich mit der Bibliothek gesprochen und da glücklicherweise bin ich auf offene Ohren gestoßen und auch auf Interesse und es war dann möglich, quasi all diese Bücher anzukaufen und in der zweiten Auflage der Library waren diese Bücher dann für 2 Wochen, glaube ich, ausgestellt an der Akademie und konnten da eben angeschaut, gelesen und so weiter werden. Genau, das war so der Beginn des Projekts. Die Library of Requests in der Stadtbibliothek Graz ist ja bereits die Nummer 5 deiner Library of Requests. Wie bist du da vorgegangen? Da habe ich mich quasi, also ich war ja, ihr habt mich ja mal eingeladen, um mir die Bücherei natürlich auch anzuschauen. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir angeschaut, welche Bücher mich da im Zusammenhang mit Schwarzsein, afrikanischen Kontinent, aber auch Kunst und so weiter anspringen in der Bibliothek. Und bin eigentlich dezidiert auch so in den Kunstbereich gegangen und habe ein Buch gefunden, das eher alt war. Und die Abteilung zu afrikanischer Kunst war sehr schmal. Und es war nicht contemporary. Und das hat mich so wieder mal dran zu denken gegeben, dass eigentlich sehr oft so Contemporary-Sicht auf den afrikanischen Kontinent was ist, was in Österreich so eher nicht vorhanden ist oder wo es wenig Wissen gibt. Also es bringt einfach, hat mich wieder zurückgebracht auf so all die Vorurteile eigentlich, die es gibt rund um den afrikanischen Kontinent. Oder wenn an afrikanische Kunst gedacht wird, dann wird sehr oft an Masken gedacht und an, ja, an bestimmte Objekte, aber sehr wenig an so Contemporary Art. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wo geht's, also jetzt so Contemporary, schwarze Künstlerinnen aus dem europäischen Bereich, da gibt es dann überhaupt sehr wenig an Büchern
oder an Quellen, wo ich die finden kann. Also fast so, als würde es uns nicht geben. Und das fand ich irgendwie interessant als so Anfangspunkt, mir nachzudenken, so okay, also wenn quasi der Kunstverein umziehen würde, wenn eine Bibliothek wäre und wenn es dem Kunstverein wichtig wäre, sich mit dem Gewordensein von unseren Verhältnissen auseinanderzusetzen und natürlich, wenn ich da was dazu zu sagen hätte, dann wäre das ein Fokus, auf den ich schauen würde. Dann würde ich mir gerne anschauen, wie quasi das Wissen über den afrikanischen Kontinent zustande gekommen ist, die Art, wie wir über den afrikanischen Kontinent sprechen, die Art, wie in der österreichischen Gesellschaft oder im deutschsprachigen Raum auf schwarze Menschen geschaut wird. Und das alles war so quasi der Beginn, darüber nachzudenken, was eine Zusammenstellung von Büchern sein könnte. Und ein Teil des Projektes war ja auch eine Veranstaltung in der Bibliothek. Wie hast du die erlebt? Und ein zweiter Teil ist ja auch, dass du Bücher konkret vorgeschlagen hast. Mhm. Vielleicht kannst du dann auch die kurz beschreiben. Und vielleicht auch ein dritter Aspekt ist ja auch eine Reading Group, die wir geplant haben. Also, die erste Frage war quasi, wie ich die Veranstaltung erlebt habe. Ich habe die Veranstaltung gut erlebt. Intens, würde ich sagen. Also ich fand es schon intensiv. Es waren viel mehr Leute da, als ich gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute kommen werden. Was daran liegt, dass ich Graz eigentlich auch nicht so gut kenne und mir jetzt nicht wirklich vorstellen könnte, wie viele Leute da jetzt wirklich kommen würden oder nicht. Daher, ich war überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Intens sage ich deshalb, weil natürlich Diskussionen rund um Kolonialismus, koloniale Vergangenheit, Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung sind halt intense Diskussionen. Es sind keine Diskussionen, die jetzt irgendwie so Feel-Good-Themen sind für viele von uns. Wir haben halt natürlich auch unterschiedliche Zugänge dazu. Aber je nachdem würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht für alle Menschen leicht, über diese Themen zu sprechen. Und daher wird es manchmal intens. Aber ich fand's cool, dass so viele Leute da waren und anscheinend Interesse hatten und auch ja darüber sprechen wollten oder irgendwie oder zumindest neugierig waren, was das denn sein kann. Genau. Was auch toll war, dass mit Feva Mariba eine Person da war, mit der ich das gemeinsam machen konnte, die Graz eben auch besser kennt als ich. Das war mir halt wichtig auch. Und ich war sehr froh, dass ich sie in diesem Zusammenhang kennenlernen durfte und dass wir das quasi gemeinsam machen konnten. Und ich fand es auch wichtig, dass sie quasi auch aus einer anderen Positionierung heraus zu diesen Themen sprechen kann. Weil mir ist auch klar, dass selbst wenn ich schon Betroffene sein kann von Rassismus oder auch von Sexismus, erlebe ich das trotzdem aus einer anderen Perspektive, weil ich mittlerweile schon seit einigen Jahren den österreichischen Pass habe. Ich bin hier geboren. Wenn niemand mein Gesicht sieht, dann wissen die Leute nicht, was ich für einen Hintergrund habe, weil sie meinen, ich spreche so wie durchschnittliche Wienerinnen. Das kann man natürlich jetzt auch wieder hinterfragen, was durchschnittliche Wienerinnen sind und wie die ausschauen. Aber ja, genau. Und da fand ich eben, dass es cool war, dass Feber aus einer anderen Perspektive spricht nochmal. Aus einer Perspektive von einer Frau, die hierher migriert ist, die Erfahrungen hat mit dem Asylsystem hier, mit einer anderen Form von Ausgrenzung. Und das fand ich ganz gut, dass quasi nicht nur ich da aus Wien komme, die sehr in diesem akademischen Bereich auch verankert ist, sondern dass eben auch Feber da war und auch ihren Input dazu geben konnte. Vielleicht kann man noch kurz sagen, wer Feva ist. Ja, auf jeden Fall ist Feva eine Radiomachende bei Radio Helsinki, einem freien Radio in Graz. Mir war wichtig, also ich habe euch ja von Anfang an gefragt, ob es möglich ist, mit einer schwarzen Person aus Graz oder die in Graz gebased ist, zusammenzuarbeiten. Und über verschiedene Vernetzungen und ich glaube eh über dich, Margaret, kam es dann dazu, dass wir quasi, dass Lale uns vernetzt hat. Ja, und das fand ich nochmal besonders wichtig, weil eben Feva in ihrer Radiosendung
die heißt What's the Matter, gerade sehr viel mit der afrikanischen Community zusammenarbeitet und da eben Themen wie Gleichberechtigung von Frauen, Familie, Kindererziehung aufnimmt und natürlich auch Migration und sehr viele Menschen mit afrikanischem Background auch kennt in Graz. Vielleicht willst du noch kurz auf die Bücher eingehen, die du ja auch vorgeschlagen hast. Mhm. Die Abteilung in der Stadtbibliothek ergänzen und die jetzt im Depot im Grazer Kunstverein zu finden sind. Ja, also ich habe verschiedene Bücher versucht zusammenzustellen. Ich meine, so wie das immer so ist bei diesen Zusammenstellungen, hoffe ich immer, dass die Menschen, die dann damit arbeiten, diese Zusammenstellungen weiter ausbauen für sich selbst. Weil ich kann für mich natürlich nicht in Anspruch nehmen, dass ich jetzt alle Bücher der Welt kenne. Und ich finde es auch schön, wenn das quasi ein Beginn sein kann. Aber die sind natürlich nie vollständig. Für mich war es wichtig, dass das Bücher sind, die in verschiedener Art von Vermittlung arbeiten, im Sinne von, dass es schon auch akademische Bücher sind, dass es aber auch leicht zugängliche Bücher sind, dass es Bücher sind, die vielleicht eher auch für Jugendliche sind, sodass es einfach auch verschiedenste Zielgruppen, sodass sich verschiedene Zielgruppen angesprochen fühlen können. Natürlich gibt es auch Bücher dabei, die halt für mich selbst wichtig waren in meiner eigenen Politisierung. Und das ist zum Beispiel das Buch Wie Rassismus aus Wörtern spricht, Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache, ein kritisches Nachschlagewerk. Das finde ich deshalb sehr wichtig, weil natürlich gerade bei solchen Diskussionen das Thema Sprache natürlich auch ein großes Thema ist. Wie sprechen wir über bestimmte Dinge? Und es gibt sehr viele Fremdbezeichnungen für Menschen afrikanischer Herkunft, für schwarze Menschen. Und ich sage deshalb Fremdbezeichnungen, weil die wenigsten von diesen Bezeichnungen von diesen Menschen selbst ausgesucht wurden, sondern meist von weißen Menschen für sie ausgesucht wurden. Und ich finde in diesem Zusammenhang quasi so ein Buch, das sich tatsächlich auch Sprache anschaut und wie Sprache quasi auch ein eigenes Wissensarchiv ist und wie Sprache auch mit sich Diskriminierung trägt, finde ich schon auch wichtig. Nicht, weil es mir darum geht, eine Sprachpolizei zu sein, sondern weil ich finde, dass wenn wir uns mit bestimmten Begrifflichkeiten auseinandersetzen und wenn wir dann draufkommen, dass die eben nicht normal sind, sondern dass die einfach von Menschen gemacht wurden und von Menschen eingeführt wurden, dann haben wir auch die Entscheidung, quasi zu sagen, okay, ich möchte diesen Begriff nicht mehr verwenden. Einfach. Das möchte ich nicht mehr, weil ich kenne jetzt die Geschichte dahinter. Und das will ich nicht. Und ich finde das sehr wichtig im Zusammenhang von, wenn wir uns einfach in normalen Unterhaltungen, aber eben auch, ich denke beispielsweise an diese elende Diskussion über Kinderbücher. Ich glaube, es war 2015 herum, als es dann im deutschsprachigen Raum auch wieder mal explodiert ist, wo es immer wieder um das N-Wort geht. Und ob das jetzt in neuen Auflagen von Pippi Langstrumpf und Kleine Hexe und wie alle diese Bücher auch heißen, ob das jetzt da wieder drinnen sein soll oder eben nicht. Und die Art, wie diese Diskussionen geführt werden, finde ich, sind ziemlich unreflektiert. Und da kann zum Beispiel eine Auseinandersetzung eben mit Sprache gut helfen. Und ich finde das Buch wirklich, also es ist nicht nur ein ziemlicher Ziegel, also es ist sehr dick, es gibt sehr viel zu lesen, aber es geht eben auch nicht nur um schwarze Menschen, sondern es geht nun wirklich um verschiedenste Communities da drinnen auch. Und es ist tatsächlich auch einfach ein Buch, wo ich mir beispielsweise denke, dass Journalistinnen sich das auch mal reinziehen könnten. Weil ich schon oft auch in Interviewsituationen bin, wo mir dann Wörter um die Ohren fliegen, wo ich schon sagen muss, also Entschuldigung, ja, bitte mal ein bisschen nachdenken darüber, was Sie sagen. Also ich finde, das ist so ein wirklich so ein Hands-on-Ding quasi, was man so weitergeben und empfehlen kann. Zusammenhängen damit auch dieses Buch Der unsichtbare Tropenhelm, wie koloniales Denken noch immer unsere Köpfe beherrscht, was auch so in diese Richtung geht. Und ein Buch, was für mich so ein absolutes... ja, ich finde, das ist wirklich ein Buch, das habe ich schon sehr vielen Menschen geschenkt, schwarzen wie weißen Menschen,
Weil ich einfach finde, das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und das Buch heißt Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism von Grada Kilomba. Das ist 2008 erschienen und ist mittlerweile, gibt es glaube ich, die 10-jährige Jubiläumsausgabe. Ich glaube, ihr habt die 10-jährige Jubiläumsausgabe, genau. Das ist ein Dauerbrenner. Das, was dran so besonders ist, finde ich, oder was womit mir dieses Buch auch geholfen hat, ist auch was, mit dem ich mich jetzt in meinem PhD sehr viel auseinandersetze, ist eben quasi diese Vergangenheit, die nicht vergangen ist. Also wenn wir von der kolonialen Vergangenheit sprechen und die viele Leute ja als vergangen ansehen und meinen, dass schwarze Menschen, die noch immer darüber reden, irgendwie obsessiv an der Vergangenheit hängen. Aber meiner Meinung nach ist das nicht so, weil auch so wie gerade Kilomba beschreibt, diese Auseinandersetzungen beispielsweise in der U-Bahn, in den öffentlichen oder im Straßenverkehr, wo dann Menschen sagen, das ist halt Alltagsrassismus, da wird immer wieder, werden da Szenen der Diskriminierung wiederholt, die quasi erinnern an eine koloniale Vergangenheit oder die Vergangenheit auf der Plantage. Im Endeffekt werden da immer wieder alte Stereotype abgerufen. Und ich finde, dass sie das wunderbar runterbricht in diesem Buch, indem sie eben dann so Interviews auch führt mit schwarzen Frauen in Deutschland und die bestimmte Szenen erzählen. Also eben diese Szene von wo kommst du her? Diese Frage, die sich immer wieder wiederholt, wo kommst du her? Und die auch oft gefolgt wird mit wann gehst du zurück? Oder die Frage, kann ich deine Haare angreifen? Also es gibt so verschiedenste Dinge, die sich immer wieder wiederholen. Und die sich auch in den Erzählungen, also wenn sich eben schwarze Menschen treffen und sich Dinge erzählen, auch in diesen Zusammentreffen auch immer wieder wiederholen, weil Leute sagen, das gibt's nicht, dass es noch immer passiert. Und ich finde, in diesem Buch erklärt sie einfach, wie tatsächlich Alltagsrassismus eine Geschichte hat. Das ist nicht einfach nur eine Verfehlung von irgendwelchen Ewiggestrigen oder Leuten, die es nicht besser wissen, die ein bisschen dumm sind oder Sonstiges, wie es immer gern erklärt wird, sondern es ist strukturell tatsächlich eingebettet und wiederholt, es wiederholt sich da etwas. Und das finde ich an dem Buch sehr gut, weil das sehr eindeutig erklärt wird. Und auch beispielsweise, das finde ich auch gut, das bin ich auch immer wieder durchgegangen an der Uni, wenn ich unterrichtet habe, das nennt sie so, ich muss jetzt mir kurz schnappen, ja, ich hab's. Da geht es darum, wo sie sagt, wenn quasi weiße Menschen damit konfrontiert werden, dass sie rassistisch sind, die verschiedenen Stufen des Umgangs damit. Das spricht sich von Denial, also es ist quasi total abzuleugnen, oder dann kommt eben Schuld und dann kommt Anxiety und dann kommt Shame. Und die Frage ist auch, wie können wir über Shame, über diese Stufe von Shame, die eigentlich auch nur so ein Recentering von Whiteness ist, wie können wir da auch drüber kommen? Daher finde ich auch, das ist ein Buch für mich, wo ich auch denke, das sollten sehr viele Menschen breit lesen. Lehrerinnen, Journalistinnen, Menschen im Kulturbereich, eigentlich finde ich auch alle. Genau. Ja, die Bücher, die du ausgesucht hast für die Stadtbibliothek Graz, die sind ja im Grazer Kunstverein zu finden, im Depot, auf dem Bücherregal, das der Künstler Edward Clydesdale Thompson für dein Projekt gemacht hat, beziehungsweise für der Grazer Kunstverein zieht in die Stadtbibliothek. Vielleicht abschließend noch, für mich, so wie ich auch die Zusammenarbeit mit euch allen erlebt habe, ist der Grazer Kunstverein tatsächlich ein Ort, wo es quasi jetzt nicht nur um ein Ausstellen von Kunst geht, sondern auch um Diskurse und um einen Austausch und um ins Gespräch kommen und in ein Reflektieren darüber, was uns quasi zu denen macht, die wir eben sind. Und daher finde ich, dass eben dann so ein Projekt, das sich tatsächlich auch mit seinem Gewordensein auseinandersetzt, sehr gut passt in meinen Augen. Und ich habe mich deshalb ziemlich gefreut, dass es zu dieser Einladung gekommen ist.